Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abend der Geode. Heute gibt es mal wieder ein Video von meiner Handykamera, sage ich jetzt mal. Ich hatte mal vor längerer Zeit etwas vorgehabt, und zwar wollte ich tatsächlich meinen Fernseher mal per TV anschließen. Fernseher mal per TV anschließen, was laber ich für einen Scheiß? Ich wollte mal meinen Computer über den TV anschließen, also dass ich quasi auf dem Fernseher auch einen Desktop habe, beziehungsweise da auch Filme gucken kann. Und hatte da so ein ganz, ganz kleines Defizit, warum das nicht funktionieren würde. Dieses Defizit sehen wir jetzt hier. Das ist mein Rechner aktuell. Und wir sehen hier unten, ach du Scheiße, ich muss ganz nah ran, sonst sehe ich selber nicht, was um das Display steht. Ja, wir sehen hier, hier ist meine dicke Grafikkarte, darunter ist noch einmal PCI und dann PC Express einfach. Jetzt hatte ich allerdings das Problem, dass ich nur eine einzige Grafikkarte habe, die TV-Out hat. Und zwar diese, die jetzt gerade im Bild hier zu sehen ist. Dies ist eine GeForce 7300 GS. Ja, ist natürlich schon dementsprechend alt, das Ding, hat so gut wie nichts drauf. Aber es hat ein TV-Out und das reicht mir ja. Ich will ja nur Videos damit gucken. Kann ja auch über die CPU gerendert werden, ist mir ja egal. Dafür habe ich jetzt hier mal einen kleinen Testaufbau. Und zwar das hier ist mein altes Intel Mainboard, was ja, wie viele wissen, nicht mehr so ganz State of the Art ist. Aber immerhin funktioniert es noch. Jetzt haben wir hier mal ein Pendant. Das hier ist zum Beispiel eine GeForce 8400 GT. Die hat einen stinkregulären. Warum ist das denn jetzt so langsam hier? Ich weiß es nicht, da ging es irgendwie besser. Egal, wir lassen es mal so. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier zum Beispiel einen ganz stinknormalen PC Express. 16-fach so groß, wie der sein soll und angeschlossen ist. Die Grafikkarte hat natürlich auch nichts drauf und hat vor allem keinen TV-Out. Einen Moment mal kurz, ich mache mal kurz das Licht an. Ich glaube, es liegt daran. Ich bin sofort wieder da. Ich bitte das Bild zu entschuldigen. So, jetzt habe ich Licht an. So, wieder auf den Stuhl setzen. So. Ist es jetzt besser? Also normalerweise müsste die Kamera mit 60 FPS aufnehmen. Egal, ich hoffe, dass es später besser aussieht. Auf jeden Fall, Grafikkarte sehen wir hier. Passt hier rein. Wunderbar. Aber hier haben wir zum Beispiel auch ein Einfach und da passt es natürlich nicht, weil die haben natürlich hier, die sind geschlossen. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt habe ich einmal als Exempel, habe ich hier eine TV-Karte von Pinnacle. Das ist eine PC Express Einfach TV-Karte. Wir sehen auch hier Anschlüsse, ist alles da. Digital und analog. Ja, hat noch ein paar Erweiterungen hier hinten. Und die würde natürlich hier, wie Faust auf Auge, würde die passen. Jetzt habe ich allerdings, wie gesagt, diese 7300 auch nochmal hier zu sehen. Und da war halt das Problem, ich konnte sie so nicht anschließen, weil PC Express 16-fach. Und da habe ich mir überlegt, letztendlich ist das ja eigentlich derselbe Port. Egal ob 16-fach oder einfach, ist ja genau dasselbe. Es ist ja nur weniger Pins unten dran. Aber ansonsten müsste ja eine 16-fach-Karte auf einem einfach Port auch laufen, sofern man die dann anschließen könnte. Jetzt habe ich natürlich überlegt, in meinem Mainboard hier drin einfach mal ein bisschen was wegzusäbeln, dass es dann auch passt. Also quasi, jetzt hat man was gesehen, Entschuldigung, also quasi hier einfach das Ende abzusägen. Also im Moment, da ist der Finger. Also hier das Ende einfach abzusägen, so ein bisschen, dass man die Grafikkarte halt einfach um 16-fach komplett durchziehen lassen kann. Da habe ich mir gedacht, ist ein bisschen gefährlich bei meinem Mainboard, das ist ja nicht so robust, deswegen dachte ich mir, ich mache es einfach auf der anderen Seite. Und dabei kam das hier raus. Man sieht es bereits, es ist eine Grafikkarte, das ist wie gesagt die 7300 GS. Hier haben wir sie auch mit DVI, VGA, da fehlt eine Mutter, deswegen guckt er so schräg. Und Composite heißt das Ganze, also TV-Out, haben wir hier. Wie gesagt, ansonsten die Grafikkarte ist nichts Besonderes. Hier sieht man noch, wie ich es abgeschnitten habe. Ich versuche es mal gerade so zu zeigen. Also da sind auch tatsächlich auf der Platine noch die Lanes vorhanden. Moment, ich gucke mal gerade, ob ich Licht anmachen kann. Nee. Okay, jetzt in der Aufnahme geht es nicht, schade. Egal. Man sieht auf jeden Fall, wie ich es hier unten abgeschnitten habe. Ich versuche mal ein bisschen Platz zu machen für Licht. Das war so ein Versuch, weil letztendlich sind ja auch Lanes lang gegangen und auf der Rückseite auch natürlich. Da sieht man noch die Kondensatoren. Ja gut, der Aufkleber, der ist jetzt hier ein bisschen, Moment da, der ist hier ein bisschen, ich sag mal, verrutscht. Aber ansonsten, man sieht hier die Kondensatoren und die Transistoren. Also eigentlich ist da ein kompletter PC Express 16-fach gewesen. Ich habe den einfach mit dem Messer bearbeitet. Hier am Ende habe ich quasi hier reingeschnitten, habe den letzten Pin reingeschnitten. Und habe das am Ende dann auch wieder gemacht und habe den einfach mit der Spitzzange gegriffen und komplett abgeknickt. Jetzt wird natürlich jeder denken, Mensch, AMD, was hast du da wieder für einen Scheiß gebaut? Das funktioniert doch nie im Leben nachhinein. Das ist doch bestimmt alles im Arsch jetzt. Ja, nö, funktioniert.
Also man wird es kaum glauben, aber ich kann jetzt mit dieser Grafikkarte, was eigentlich eine 16-fach PCI Express-Karte ist, die kann ich jetzt da reinstecken und es funktioniert. Und einen ganz kleinen Beweis habe ich sogar schon, weil ich habe die Grafikkarte mal drin gehabt und habe dadurch, wo ist die Maus, da ist die Maus, habe dadurch nämlich hier sogar die Nvidia Software installieren können. Na komm, jetzt mach doch mal scharf. Egal, kann er nicht. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt Doppelklick drauf mache, dann sagt er mir hier nämlich keine Grafikkarte vorhanden. Ja. Wurde keine Nvidia-Grafikkarte festgestellt. Genau. Ich kann die aber jetzt nochmal einbauen und dann sieht man das auch gleich, weil wie gesagt, ich habe das drin gehabt und es hat funktioniert. Und ich war total erstaunt, dass es funktioniert hat, weil letztendlich habe ich eine Grafikkarte, die 16-fach ist, extrem kastriert und die dann eingebaut und es hat funktioniert. Also doch schon sehr erstaunt. Also scheint abwärtskompatibel genauso wie USB zu sein. Würde ich natürlich niemals empfehlen, mit einer aktuellen Grafikkarte zu machen. Also so eine Grafikkarte wie die jetzt zum Beispiel für 5 € vom Flohmarkt, da kann man das mal machen. Aber ich würde es auf keinen Fall mit einer teuren Grafikkarte versuchen. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja, es kann natürlich auch schief gehen. Also wenn irgendeine Lane über der PCB direkt über den Kontakten weitergeführt wird und man schneidet die durch, hat man natürlich die auch die Arschkarte. Und zum anderen muss ich sagen, es hat mich wirklich gewundert, dass das alles funktioniert hat, weil letztendlich ich habe Windows 10, man sieht sie auch da unten, und der Treiber ist von 2005, vielleicht auch 2006, sagen wir mal 2007, um fair zu sein. Die Grafikkarte ist von 2007, genauso wie der Treiber, und es funktioniert einfach noch unter Windows 10. Wahnsinn. Gut, das war es jetzt soweit von dem Teil. Ich werde jetzt die Grafikkarte einbauen und dann sehen wir uns gleich am Desktop wieder. Und ja, dann geht's da weiter. Bis gleich. Da habe ich noch ganz vergessen, euch das nochmal zu sagen. Ups. Habe ich nochmal vergessen, euch ganz kurz zu zeigen. Wie gesagt, hier nochmal mein Mainboard. Habt ihr eben im Betrieb gesehen. Jetzt ist es gerade offline und ich muss ganz weit runter. Da sieht man die Grafikkarte, die ich jetzt eingebaut habe. Ich versuche es mal so von unten ein bisschen zu zeigen. Das sieht schwierig aus. Ja, da habe ich eine Karte zwischengesteckt, damit die nicht auf die Kontakte kommt, weil das schon relativ eng hier ist. Die kratzt da so ein bisschen an der BIOS-Batterie, aber passt noch. Die Kontakte liegen ja frei, deswegen ein bisschen Pappe. Und man sieht da unten, sieht man den einfach PC Express, den roten. Und da steckt die Karte jetzt drauf. Und ja, ich drücke jetzt noch mal ein bisschen nach. So. Und jetzt werde ich, meine Freunde, jetzt werde ich den Monitor umstecken. Ich habe nämlich hier, ups, Entschuldigung, ich habe nämlich hier einen Zweitmonitor, der per VGA angeschlossen ist. So. Den werde ich jetzt hier unten, also da unten, werde ich den jetzt auf die 7300 GS aufklatschen, wenn es dann passen würde. Was ist das Problem jetzt? Ach, andersrum vielleicht, ja? Jo. Vielleicht andersrum, dann passt es vielleicht auch. So. Ja, beide Seiten brauche ich eh nicht festschrauben, aber auf einer Seite fehlt es. So. Jetzt haben wir das festgeschraubt. So. Moment, ich muss mal gerade kurz ein bisschen Platz machen hier. So, man muss ja nicht alles sehen. So, jetzt haben wir hier den Monitor und hier links haben wir den Zweitmonitor und ich mache jetzt mal an. Da haben wir schon mal Signal. So, rechts müsste Main sein, der müsste als erstes angehen. Ja, ist an. Ja, dass mein linker Monitor so komisch aussieht, einfach ignorieren. Dies ist Absicht. Windows fährt hoch. Und jetzt ist immer die kritische Phase, ob ich einen Desktop kriege. Manchmal kriege ich das nämlich nicht. Das liegt aber nicht daran, sondern es liegt an meinem PC. Beziehungsweise an meiner Festplatte. Die gibt nämlich so langsam Geist auf meine 2 TB. Und ich befürchte, das ist jetzt wieder der Fall. Gut, muss ich kurz dazwischen gehen. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe meine 2 TB jetzt mal abgesteckt. Die macht nämlich in letzter Zeit, wie gesagt, unendlich viele Probleme. Den weißen Streifen bitte auch ignorieren im Monitor. Das ist normal. Der hat einen kleinen Schaden. Und da haben wir einen Desktop. So, ich gebe mal ein Passwort ein. Moment. So, 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 so und so. Ups, Entschuldigung. So, jetzt meldet er sich an. Und Desktop. Ja, Wollingen. Ja, ich weiß. Kippen sind ungesund.
So, und damit ihr auch wisst, dass es kein Fake ist, schalten wir jetzt mal ganz kurz hier. Ja, komm, fick dich. Geh mal ganz kurz hin, mal in den Gerätemanager, dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Na, machen wir mal hier so. So, dann haben wir hier Grafikkarte und da ist sie. Wir gehen mal näher ran. Nvidia GeForce 7300 SE oder 7200 GS. Aha, deswegen habe ich sie nicht gefunden, weil sie anders heißt. Gut, dann werde ich jetzt mal meine 2 TB-Platte wieder anstöpseln und dann sehen wir uns gleich auf dem Desktop wieder. Bis gleich. Ja, man hat da jetzt gerade eben etwas gesehen gehabt, was eigentlich nicht so zu sehen sein sollte. Deswegen habe ich jetzt einen Teil des Bildes geschwärzt gehabt. Macht euch keine Gedanken, das hat nichts mit euch zu tun. Das ist einfach nur, weil es eine sensible Datei war. So, Afterburner rein. So, und da sehen wir ja auch wieder, wenn ich hier auf GPUs gehe, haben wir hier auch die G72, also GeForce 7200. Dann haben wir die Intel und wir haben meine jetzige. Gucken wir mal, was die Nvidia. Uiuiuiui. Das ist aber schon so von den Takten her, ist das schon ein Unterschied. Was hat die Intel? Ach, oh, nix. Okay. Gut, ja. Die Nvidia ist auf jeden Fall dran. Warte mal. Das ist so nicht richtig. Wir müssen dahin. So. Warte mal, was hat die an Temperatur? Ah, die ist schon. Die glüht schon ein bisschen, obwohl sie nichts macht. Aber ist kein Wunder. Ist komplett passiv gekühlt. Ja, jetzt habe ich gerade einen Kühler berührt, schon ging die Temperatur hoch. Immerhin funktioniert der Sensor, ist schon mal ein Fortschritt. So, jetzt gehen wir nochmal auf Nvidia Systemsteuerung und da haben wir sie. Ja, die hat sogar eine TV-Erkennung, habe ich gesehen. Kann ich aber jetzt gerade anscheinend nicht auswählen. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich auch nicht. Anpassen? Nee. Okay, das ist auch nicht. Ah, geil, wird sogar erkannt, dass ein Philips ist. Wusste gar nicht, dass über analog einen Datenverkehraustausch möglich ist. So, da haben wir nichts. Da ist auch nichts. Nö. Nö. Okay, da ich es schon mal gemacht habe, weiß ich, dass es hier ist. Also normalerweise muss ich hier im Fenster muss ich den TV auswählen und dann auch einstellen, was da passiert, beziehungsweise wie er gespiegelt wird. Müsste aber eigentlich auch in der Windows-Anzeige vorhanden sein, sofern er das gecheckt hat. Nee, hat er nicht. Okay. Ja, da muss ich nämlich noch die Anzeige manuell mit einrichten. Aber ihr seht's, ich habe die Grafikkarte extrem kastriert und es funktioniert. Ich habe tatsächlich eine PCI Express 16-Fachkarte umgebaut, wenn man das so nennen darf, auf eine PCI Express Einfachkarte und es funktioniert. Es läuft. Und es hat noch nicht mal einen Schaden davon genommen. Im Gegenteil, es funktioniert ja alles. Und ich meine, bei PCI Express, was habe ich hier in meinem Mainboard? PCI Express 3.0. Bei so einer alten, stinknormalen Grafikkarte, die, was weiß ich, gerade mal 128 oder 256 MB RAM hat, da tut es auch eine Lane. Also da braucht man nicht mehr. Sofern das Ding ja eigentlich nur ein TV-Signal übertragen soll. Und ja, wie gesagt. Zweitmonitor ist auch da. Sieht man jetzt zwar nicht, aber ist da. Finde ich ganz geil. Wundert mich ehrlich gesagt, dass das so einfach war. Ist natürlich immer ein Risiko, deswegen nochmal am besten nicht mit teuren oder guten oder neuen Karten versuchen. Das könnte durchaus ins Auge gehen, sofern die die Lanes auch brauchen. Aber wenn ihr irgendwo eine 5 Euro hier Flohmarkt-Grafikkarte oder sowas habt und wollt das mal testen, gönnt euch. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Ihr müsst eigentlich nur. Am besten ist halt eine Schablone, dass ihr wisst, ab welchem Pin ihr dann schneiden müsst, wo dann alles wegkommt, weil wenn ihr einen zu viel oder zu wenig macht, dann kann man sich gut vorstellen, dass es dann nicht funktionieren wird. Ja, was ich damit machen will, wie gesagt, ich will damit meinen Fernseher anschließen, hat bisher noch nicht so ganz funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass ein Treiberkonflikt existiert unter Windows 10. Aber ihr habt jetzt schon gesehen, es ist eine 7200 GS. 703, nee, 7200 GS und trotzdem habe ich hier Windows 10 und der Treiber funktioniert einfach. Ich meine, das schockt mich zwar jetzt ein bisschen. Machen wir hier mal Info. Wir haben. Oh, ist sogar vom Stand 2017. Ja, das würde alles erklären. Oha, dass die für die alten Grafikkarten noch was herstellen? I'm impressed. Aber egal, okay. Das war es soweit von dem Thema. Wenn euch noch was einfällt, was man mit so einer Grafikkarte mal machen könnte, keine Ahnung, hier so ein Spielbenchmark oder sowas, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin auch mal gespannt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.